Ach, und da kam das Material, diese der Buchenholz, Dingsterbums, 10 mm, da waren da glaube ich 8 solche Dinger, das war 80 Euro. Und da ist man natürlich also viel, viel billiger dran. Oder waren 60, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber da gibt es ja verschiedene Firmen, da kann man die Klei auf Maß sich sägen lassen. Und das würde ich auf jeden Fall machen. Und dann braucht man nur noch halb die Ecken dann rausschneiden. Im Prinzip braucht man eigentlich nur die Maße für die Punkte, wo die genau sitzen. Ich wollte ja nun unbedingt recyceltes Material nehmen. Ich wäre vielleicht auch noch aus Palettenholz da was. Ja, mal gucken, was da geht. Jedenfalls hier waren die ja nun zu schmal, die Dinger. Also für einen. Aber da dachte ich, ich schneide es einfach so, klick, mache hier zum Beispiel, dann schneide ich mir die Hälfte weg. Ich dachte erst, ich kann mit diesen Ausgleichsstücken, dass ich genau die Größe habe, aber das ist, glaube ich, ein Zentimeter zu knapp. Weil dann mache ich halb so, halb wieder, aber so kann ich auch machen. Klick, klick. Und die kann ich dann ja, jetzt hier, ein bisschen hier, mache ich noch einen zweiten. Und entweder lasse ich es, damit die Freunde halt schön leichter, mega leichter, wenn da unten drunter jetzt nur hier das ein bisschen einrastet mit diesem Metall. Oder seitlich kann ich ja halt das eine längs machen. Viel leichter. Oder ich mache es halt zusammen. Ich tue einfach unten noch hier diese Leiste. Hier unten kann ich ja durchgehend machen. Klick, klick. Und da kann ich auch aus mehreren Stücken das zusammensetzen. Genau, weil da werde ich mir auf jeden Fall gucken. Mal gucken, aber ich glaube, die ist, ist zu schmal. Aber ja, kann man sich, setzt es halt so auf die Ecke. Macht da 4 Stück so zusammen und passt auch. Also das muss dann unbedingt auch die Größe sein. Und hier, das ist ja das Rückenstück, die Rückenlehne. Da dachte ich mir natürlich auch, also was gut gemacht ist, ist mit dem Einsetzen hier. Das finde ich ganz lustig, weil das so gebogen ist. So hin. Ob der Winkel passt, das war mir noch nicht ganz klar. Ich dachte, vielleicht baue ich einen, der ein bisschen mehr schräg ist, weil ich glaube, mir war das zu steil. Aber was ich mir auf jeden Fall da, wie gesagt, an Anwendung ist mir noch nicht richtig eingefallen. Also fand ich total krass und krank, also schon wirklich krank, als der eine dort so ein Video machte, da hat er sich da Deckel bestellt, keine Ahnung, die kommen vielleicht 2000, machte da so ein, ich sag das mal, so ein Video dazu halt, der macht so irgendwas auch mit Tüfflerei. Und da tat er sich eine Treppe aus, tut mir leid, also da lege ich eine Palette hin, aber ein Deckel für 6 Euro, ey. Und dann noch so eine Kiste drunter. Damit dann eine Stufe hat in die Werkstatt rein für 100, weiß ich, 140 Euro dann oder was das kostet. Ja, das ist einfach noch. Okay, gut. Ja, alles klar. Genauso wie man denkt, wir können den Fuck nicht nachbauen. Fehlt es einem wirklich, dass man da sagt, jedenfalls Anwendung. Also mir ist noch nichts, aber das kommt manchmal vielleicht auch noch. Dass man dort, ja, aber jedenfalls fiel mal eins ein. Und wenn man jetzt hier so ein Ding hat, also eine Anwendung ist mir tatsächlich eingefallen und ich mache das ein bisschen schräger. Das Ding praktisch hier schräger, das finde ich ganz lustig, also das ist gut. Auch hier, ich bin gespannt, ich will das mal sehen, wie gut das klappt, wenn ich hier einsetze mit diesen Halterungen, wie gut das ist. Wenn man jetzt praktisch hier mehrere macht, na 3 Paletten und jetzt die dazwischen, dann könnte man sich so hinlegen. Also das fand ich, oh, das ging ja noch. Das ist ja ganz lustig. Die eine Platte passt sogar. Das kann man wohl bei der anderen gut. Vielleicht sind auch noch mehrere. Die passen. Also angezeichnet. Genau an die Kante. Muss eventuell füge ich es nochmal kurz lang. Nochmal gucken, dass es wirklich passt. Anzeichnen. Ich lege da halt dann natürlich umgekehrt drauf und dann die Löcher bohren. Genau, ziemlich genau mit 15. Ansonsten hat das Ding ja mega Spiel. Also viel falsch kann man da eigentlich nicht machen. Ja, das wird Pipi einfach, trifft das gar nicht. Also, ja, sieht da, überall passt das hier ganz locker, obwohl ich jetzt noch nicht mehr richtig nachgearbeitet habe. Genau. So, jetzt mache ich das noch drunter. Überall passt das. Habe ich jetzt Bill abgeflammt und geschliffen.
immer bild die Ecken rund gemacht. Gut, passt, super. Jetzt muss ich das untere Zeug da festmachen. Und da kann ich ja mal mit dieser Dreiecks, mit dieser Variante beginnen, dass ich einfach nur über die vier Punkte da mit Unterlegscheiben. Das als erstes mal testen. Ich habe jetzt gar keine passenden Unterlegscheiben da. Also habe ich mal schnell das zugeschnitten. Ecken abgerundet. Jetzt legt man sich so drauf. Hast du unten, siehst du sogar die Luft. Ja, das geht ja relativ einfach. Und angeschraubt, fertig. Und zuvor halt gebohrt. Und wenn du keine Ahnung hast, du legst dir das Ding einfach hin, schraubst das auf das Brett auf und dann tust du dir das einfach hier dran runterbohren, als Leere nehmen. Da hast du genau die Abstände, 15er Bohrer runter. Und wenn du halt die Dinger kleiner bohren willst, dann musst du halt die entweder vorbohren, gleich in der Mitte das Loch machen, dann siehst du es gut, oder halt gleich auch mit dem 20er durch. Und anschließend hat man natürlich mit der Stichsäge ausgesägt. Ach, und wenn du natürlich mehrere machst, gleich mehrere Bretter übereinander machen, gleich drei Stück zum Beispiel, und die fest, die schraubst du zusammen. Dann kannst du praktisch gleich drei Stück mit EMA machen. Also den gesamten Vorgang. Also bohren und sägen. Dann schraubst du dann später wieder auseinander und da hast du, brauchst du die alle drei einzeln sägen, ist auch klar. Ne?